Servus und erstmal Prost. Schön, dass ihr da seid. Haben wir uns schon lange nicht mehr gehört oder gesehen. Prost. Ja, wo ist er denn immer, der Bavarian Relic Hunter oder auch der Peso genannt? Und ja, wie gesagt, ich habe ja gesondelt dann mit dem C, da war ich auch schon unterwegs. Und irgendwann hat mich das so angekotzt, dass ich echt keinen Bock mehr hatte, irgendwie rauszugehen. Und dann war natürlich alles angesät. Und am Wochenende dann, wo es dann, sag ich mal, wo ein paar Felder schon abgeerntet wurden, da war es dann entweder, hat es geregnet oder ich habe keine Zeit gehabt. Und jetzt die letzten Urlaubswochen von mir, da war es extrem heiß draußen, also über 30 Grad, ihr wisst das ja selber. Und nachdem die Gartenarbeit schon keinen Spaß gemacht hat bei der Hitze, habe ich mir gedacht, nee. Und ich war jetzt vor kurzem bei meinem Landwirt, wie es aussieht, weil ab September sind eigentlich die Felder immer frei. Und da komme ich dank dieses beschissenen Sommers, den wir hatten, auch erst ab Oktober darf ich auf die Felder drauf. Und das ist mein Hauptlandwirt und auf diese Felder möchte ich auch unbedingt. Vor allem, ich war schon oft auf den Feldern und ich habe auch ein neues Spielzeug, wie ihr schon im Titel von meinem Video gesehen habt. Und dieses würde ich dann gern auf altbewährter Fläche neu testen, weil ich habe noch keine Ahnung von dem Gerät. Und da freue ich mich schon drauf. Also, es wird ab Oktober auf alle Fälle weitergehen. Ich würde sagen, bevor ich jetzt lang rumschwafel, schauen wir doch mal, ich habe ein Paket bekommen. Ich zeige es euch hier mal kurz. Und zwar von meinem Sponsor, von DTI. Lieben Dank an dieser Stelle an DTI zur Verfügungstellung dieses schönen Pakets. Und schauen wir doch mal rein, was in dem Paket drin ist. Ich werde jetzt mal die Kamera ein wenig neigen, dass wir zusammen das mal aufschneiden. Ich habe noch nicht hineingeschaut, das wurde heute angeliefert. Und dann schauen wir mal, was sich da drin Schönes verbergen tut. So, dann reißen wir das mal hier auf. Ich sehe schon was und das gefällt mir gut, denn wie angekündigt, ich hole mal das gute Ding aus dem Karton raus. Da haben wir es auch schon. Und hier sehen wir den Garrett Ace Apex. Ich mache mal kurz hier Platz, damit wir mehr zusammen sehen. Hier ist er jetzt. Schauen wir mal. Mich muss man nicht unbedingt sehen. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach so. Ihr wisst, wie ich aussehe. Und so spannend sehe ich auch nicht aus. Und das ist das Set mit den MS3 Wireless Kopfhörern. Und ich werde mir jetzt dann auch mal schön einlesen in diesen ganzen Garrett. Ich habe mir hier schon mal die Seite hergeholt. Und bekommen könnt ihr den natürlich auch bei metalldetektor-shop.de. Das ist mein Sponsor, DTI. Und da freue ich mich. Sieht schon mal toll aus. Da ist dann hier die Viper-Spule, die Kopfhörer. Und dann schauen wir doch mal in den Karton hinein. So, dann haben wir hier ein Benutzerhandbuch. Auf Deutsch auch, super. Genau. Garantiekarte. Das gute Schatzsucherbuch. Legen wir die Sachen mal beiseite. Dann sind hier noch ein paar Sachen mit drinnen. Und dann haben wir hier, ist das Herzstück des Metalldetektors. Und zwar sehen wir hier das Handgestänge dann mit der Bedienungseinheit von dem Garrett Ace Apex oder Apex. Weiß ich noch gar nicht, wie ich ihn dann nennen werde, ob ich dann auf Apex bleibe oder Apex. Und hier haben wir den Kopfhörer, wie gesagt, den MS3. Und das Ganze auch wieder ohne Kabel, was sehr erfreulich ist. Dann ist hier noch Gestänge mit drin und dann ist da auch die Spule drin. Und die Spule, die wird mich jetzt mal interessieren. Da brauche ich mal eine gescheite Schere, dass ich das hier durchschneiden kann. Ja. Gibt nicht so über gutes Werkzeug. Auf die Spule bin ich jetzt mal sehr gespannt.
die Stange hier mit raus. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Das legen wir auch zur Seite. So, dann haben wir hier die Spule. Sehr schön. Machen wir den Karton mal zu, dann sieht das Ganze auch wieder hübsch aus. So. Und hier sehen wir die Viper-Spule. Und ich sage euch jetzt mal folgende Informationen. Ich muss mir das, wie gesagt, alles noch in Ruhe durchlesen und mich damit vertraut machen. Dieser Ace Apex, der hat auswählbare Frequenzen, die bei 5 kHz anfangen, dann 10, 15 und 20 kHz. Sowie auch Multi, was dann automatisch ist. Und dann auch nochmal für Salzwassergebiete gibt es ein Multi-Sold-Programm. Und wir haben hier, was die besonderen Eigenschaften sind, da gehen wir dann näher drauf ein, sobald ich das Gerät dann im Einsatz habe. Und da bin ich mal wirklich gespannt, wie das sich schlägt. Ich werde dann auch mit dem Orks zusammen laufen, dass wir dann wirklich einen schönen Vergleichstest machen können zwischen, das erzähle ich euch dann später noch. Jedenfalls wird hier angesagt, Ortungstiefe von 5 bis 25 Zentimetern, die wird ständig angezeigt. Und dann gibt's voreingestellte Suchprogramme, die Zero, Coins, US Coins, Jewelry, Relics und Custom sind. Was sehr positiv ist, was mir gut gefällt, dass das Display hintergrundbeleuchtet ist. Eine Kopfhörerbuchse besitzt das Teil. Ich sehe sie gerade nicht. Okay, werde ich noch herausfinden. Hier steht Kopfhörerbuchse 6,3 mm. Und eingebaute Z-Link-Funktion und kann dann sofort mit den Kopfhörern, mit den MS3-Kopfhörern gekoppelt werden. Und da bin ich wirklich mal gespannt, weil Garrett hat uns ja wirklich, ich drehe uns mal wieder her, Garrett hat uns ja wirklich lange warten lassen, was die herausbringen. Und ich habe jetzt auch gedacht, dass dann dieses Kabel irgendwann mal wegfällt, aber das Kabel ist noch da. Und ich freue mich dann, was ich vorher schon sagen wollte, ich werde mit dem Orks und mit dem Ace, mit beiden zusammen dann auf den Acker gehen und dass wir dann einfach einen Vergleich auch machen. Leicht ist es bis jetzt auf alle Fälle. Ja. Und vor allem sehr dünn. Also wirklich, das haben sie richtig schön flach hinbekommen und da bin ich echt gespannt. Ich denke mal, ich werde auf alle Fälle versuchen, dass ich vor Oktober, bevor ich auf die Ackerflächen drauf kann, dass ich mal mit dem Landwirt rede, der hat noch so ein paar Flächen, wo ich vielleicht nicht wirklich irgendwas kaputt machen kann, dass ich dann schon mal vorab mich ein bisschen einspielen kann. Im Notfall mache ich es bei mir im Garten, dass ihr dann das Gerät dann auch schon mal seht, wie sich das Ganze anlässt, wie die Geräusche sind, wie generell das Verhalten mit diesem Detektor ist. Und ich denke auch dann am Anfang im Vergleich mit dem Orks. Und werde mich dann aber auf den Garrett wirklich einschießen, weil mit dem Orks bin ich jetzt lang genug gelaufen und ich habe wirklich darauf gewartet, dass von Garrett etwas Neues kommt. Und das haben sie hier mit geliefert, hier ist es. Und da bin ich wirklich drauf gespannt und da möchte ich mich dann auch wirklich drauf einfahren, weil ich mag nicht in beiden Welten wohnen. Ich möchte dann wirklich mit diesem Garrett eigentlich, sage ich mal, ausschließlich laufen. Und ich bin mir sicher, ohne mit dem gelaufen zu sein bis jetzt. Ich habe ein paar Reviews schon gelesen, die ich sehr neutral betrachtet habe, weil ich mir mein eigenes Bild machen möchte. Es gab ja auch viel Unkenrufe damals wegen dem Orks, dass der Orks nur ein billiger Abklatsch vom Expedeus ist, was völliger Blödsinn ist. Also das ist wirklich ein Top-Gerät. Und genauso glaube ich auch, dass Garrett ein super Gerät auf den Markt gebracht hat. Und diese Spule, muss ich echt sagen, die sieht wirklich krass aus. Also wirklich schön schmal. Und da bin ich mal gespannt, was diese Multiflex-Spule dann alles uns finden wird. In dem Tütchen, was ich vor elegant hier vorbeigeschmuggelt habe, da ist dann nur die Spulenschraube noch drin. Hier sind noch Ladekabel drin zum Aufladen vom Detektor selber und vom Kopfhörer. Und so wie ein Quickstart-Guide, wie man so einen Metalldetektor zusammenbaut, was total in Ordnung ist. Und wirklich schön schlank das Ganze, auch der Karton, wirklich schön klein. Also nicht mehr diese großen Garrett-Kartons, sondern wirklich ein schlanker kleiner Karton. Hier sehen wir auch nochmal ein Bild vom Display, vom Apex.
Ich glaube, Apex. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr meint. Soll der Apex heißen? Ich meine, das Wort gibt es im Deutschen auch. Oder soll das Apex heißen, weil es ja ein amerikanischer Hersteller ist? Und was euch besser gefällt und die Kopfhörer... Na kurz, ich habe eine Riesenbirne schon. Ja, die hocken auch super. Das ist natürlich angenehm, wenn jetzt dann der Wind wieder kommt und man einfach in den Ohren Ruhe hat. Und im Winter, also wenn es dann kühler wird, die Temperatur in der Ohrmuschel angenehm bleibt und einem nicht die Ohrwatschel draußen wegfrieren. Jo, ich freue mich an dieser Stelle nochmal, wie gesagt, ein herzliches Dankeschön an DTI, dass ich diesen Detektor zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und ich freue mich schon, da schöne Videos auszumachen. Und ich bin wirklich gespannt auf, was dieser Detektor auf meinen Ackerflächen mir für Funde zeigen und bringen wird. Also, ich denke, das rundet das Video ab. Wie gesagt, hätte gern mehr Videos gemacht, aber ihr könnt es mir auch schreiben, wie ihr in der Scheißzeit mit der Pest, die wir da haben, wie ihr mit dem Sondeln, wie das für euch war. Und ich denke, das werden auch interessante Kommentare, was ihr, seid ihr Sondeln gewesen, sagt, scheiß drauf, mir egal, ich gehe jetzt einfach. Oder hat sie auch gesagt, irgendwie die Welt hat sich so zum lieber daheim bleiben entwickelt, dass ihr dann lieber daheim geblieben seid. Und würde mich echt interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Und da würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich bald. Ich schaue, wie gesagt, dass ich mit dem Detektor so schnell wie möglich, mir brennt es unter den Nägeln. Ich möchte mit dem Ding loslaufen und testen, dass ich irgendwie vielleicht eine kleine Ackerfläche oder irgendwas finde, wo ich dann mit dem Detektor loslaufen kann. Und bei dem Video sehen wir uns dann wieder. Also, danke für eure Aufmerksamkeit. War wie immer eine Freude für euch ein Video zu machen. Und bis demnächst. Euer Bavarian Relic Hunter, der Peso. Servus. Und Prost noch am Ende, würde ich auch sagen, nachdem wir uns so lange nicht mehr gesehen haben. Lasst es euch schmecken. Prost auf euch. Und bis in Kürze. Also, Servus.